Hallo zusammen, wir haben ein Problem, was wir nicht ganz eruieren können mit dieser Serie Kühlboxen. Und zwar, irgendwann steht hier auf dem Display 70 Grad. Irgendwie durch eine Tastenkombination kriegt man das hin, dass hier 70 Grad steht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das genau ist. Ich weiß nur, dass man die Temperatur an dieser Box kalibrieren kann. Jetzt haben wir 3 Grad und die Kalibrierung kann ich verstellen, dass dann zum Beispiel 60 Grad mehr steht oder sonst irgendwas. Aber dieser Bereich der Kalibrierung ist nicht so groß. Das heißt, wir gehen jetzt darauf, dass wir die Box kalibrieren. Das heißt, hier steht 3 Grad und ihr sagt mir, ja, hier drin hat es 0 Grad, die Ware friert schon ein. Das heißt, die Kalibrierung ist vielleicht 3 Grad daneben. Das können wir korrigieren. Der Wert der Sonde kann an dieser Box kalibriert werden. Wir sehen jetzt hier das Display, das ist immer noch auf 3 Grad. Wenn ich hier diese zwei Tasten miteinander drücke, hier drücke, dann steht Kalibrierung 0. Und das muss ein bisschen schneller gehen. Das heißt, die zwei Tasten miteinander drücken, hier drücken und dann kann ich hier auf plus minus 4 Grad verstellen. Und dann ist die Temperatur minus 4 Grad tiefer angezeigt. Das kann ich auch wieder. Und jetzt haben wir das Problem, dass diese Boxen hier plötzlich plus 70 Grad anzeigen. Das heißt, ich gehe wieder hier drauf und gehe hier runter, rauf auf plus 4. Dann zeigt es mir nicht die 3 Grad an, sondern die plus 7 Grad. Und da haben wir das Problem, dass die Leute dann entweder das verstehen als 70 oder hier effektiv 70 Grad angezeigt wird oder 60 Grad oder sonst was, dann müsst ihr hier drauf drücken und hier auf 0 gehen. Das ist dann von 60 runter, einfach lange drücken und dann haben wir jetzt, hat sich die Box ein bisschen erwärmt, wieder die Temperatur. Das Gegenkontrollieren mit dem geeichten Thermometer, das Eichzertifikat kostet mehr als das Thermometer. Ja, ihr seht ja, ist die Temperatur etwa richtig, was angezeigt wird oder eben friert es ein. Aber wenn ihr dann eine zu hohe Abweichung habt, dann zeigt wirklich ein Mist an. Ja, das ist es von der Kalibrierung. Hier mache ich euch ein Video, wie man mit der Kühlbox die Spannung messen kann und den Spannungsabfall. Ich wünsche euch einen schönen Tag.